Hallo, gut zu sehen. Heute mal nicht mit einem Screencast, sondern mit einem Video zu einem Feature, das ich eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit verwende. Mit dem neuen Surface Pro Stift ist ja ein neues Feature dazugekommen, und zwar der Klick hinten, mit dem man sofort OneNote starten kann. Man kann es ja auch so konfigurieren, dass man sofort, egal in welcher Applikation man ist, sofort wieder nach OneNote kommt mit einem Klick, das man hat sofort gesehen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit des Screenshots mit diesem Doppelklick. Man kann sofort mit zwei Klicks hier einen Screenshot erzeugen. Ich habe das jetzt gerade gemacht und habe sofort hier die Möglichkeit, das nach OneNote zu importieren. Dieses Feature ist vielen bekannt, wird in der OneNote-Werbung, in der Surface Pro-Werbung auch sehr oft verwendet. Ich habe das Ganze eigentlich schon seit Windows 7 immer mit Kurz-Shortcuts verwendet, und zwar mit den sogenannten Flicks. Das sind ganz einfache Bewegungen des Stiftes nach unten, nach oben, nach links, nach rechts und so weiter. Wo findet man diese Flicks? Und zwar in der Systemsteuerung, in den Einstellungen, machen wir das ein bisschen größer, zur Stift- und Fingereingabe. Da findet man die Einstellungen für die Flicks. Und es gibt hier die Möglichkeit unter Bewegungen, das geht eben nur für stiftbasierte Tablets, entweder Navigationsbewegungen oder Navigations- und Bearbeitungsbewegungen einzustellen. Der Unterschied ist ganz einfach, man hat hier auf einmal dann 8 Möglichkeiten, 8 Richtungen, die man mit diesen Wischgesten, wo man Wischgesten zuweisen kann. Man kann es ganz einfach durch, es sind ein paar vordefiniert, man kann es durch Anpassen ganz einfach schnell konfigurieren, so wie man es gerne hätte. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier nach rechts unten den Screenshot und nach links unten das Einfügen, das ganz normale Steuerung V. Aber auch noch kopieren, drucken, löschen und so weiter. Das kann man sich nach Belieben konfigurieren. Wie schaut das Ganze aus? Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es vielleicht einmal in OneNote ganz einfach vor. Man muss wirklich ganz gut schauen. Ich mache einfach eine schnelle Bewegung nach rechts unten. Schon wird der Windows-Shortcut, der OneNote-Shortcut zum Notizen, zum Screenshot ausschneiden aufgerufen. Man kann dann mit dem Stift sofort die gewünschte Szene, die gewünschten Bildschirmausschnitt ausschneiden. Und wie gesagt, noch einmal nach links unten ist bei mir einfügen, und schon habe ich diese ganz schnell eingefügt. Das Ganze ist natürlich systemweit. Also wenn ich da jetzt noch einmal vielleicht auf die kommende eDidaktik-Fachtagung gehe und ich hätte da jetzt gern vielleicht die Übersicht, wann ich da meinen Vortrag halte, dann brauche ich nur eben hier kurz nach, das war die Back-Bewegung, nach rechts unten gehen, habe sofort wieder dieses Screenshot-Tool ausgewählt und sehe, okay, hier diesen Bereich möchte ich ausschneiden, wechsle nach OneNote, kann auch aber in jeden anderen Programm einfügen, also auch Word, PowerPoint ist ja einfach nur systemweit jetzt ausgeschnitten, und schon ist es hier eingefügt. Und ich glaube, das ist eben ein entscheidender Vorteil, wenn man jetzt ganz schnell mit dem Stift arbeiten kann und hier sofort wieder Anmerkungen machen kann und hier mit dem Stift in OneNote ideal seine persönlichen Notizen einstellen kann und anlegen kann. Gut, soweit zu diesen Flicks. Es gibt, wie gesagt, 8 verschiedene. Man kann alle 8 Richtungen, nicht nur die 4 Haupthimmelsrichtungen, nenne ich es jetzt einmal, belegen, sondern eben auch noch die Diagonalen. Und ist sehr, sehr praktisch, funktioniert nur mit stiftbasierten Tablets. Und somit hat man nicht nur einen speziellen Zuweisung hier, wie zum Beispiel eben der Klick auf den Surface Pro 3 Stift, sondern eben auch 7 weitere, die man eben komplett frei belegen kann.